Irgendwas habe ich gerade eben gehört. Ich glaube, ein Löwe. Oh nein. Ah, okay. Okay. Aber er läuft ganz schön langsam. Oh, jetzt sind wir hier. Spannend. Ja, wenn ich jetzt versuche zu speichern, dann wirkt es die Musik ab, wenn es abstürzt. Das will ich nicht. Okay. Kommt noch ein Löwe oder ein Affe? Oder sonst irgendwas? Da dann. Okay. Ja, dann eventuell bis gleich. Mal gucken, ob es eine Unterbrechung gibt. Nein, es gibt keine. Ich sollte mir trotzdem abgewöhnen, das jedes Mal anzukündigen. Es frisst nur Zeit. Okay. Ein langer, langer Tunnel. Okay. Gibt's hier irgendwo Fallen? Nee, da gibt's einen weiteren Gang. Das sieht aus wie einer der Gänge in dem Raum mit den Gorillas. Ganz am Anfang. Ja, das ist der Raum. Okay, scheinbar geht es jetzt überall oben lang. Das finde ich interessant. Finde ich nicht schlecht gemacht, außer dass ich mich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 50.000 Mal gefragt habe, wann ich denn hier wo hochkomme. Okay. Speichern. Noch geht es. Noch geht es. Okay. Gegner? Oh. Ihr macht es aber auch spannend. Und ist alles nur wegen so einem dämlichen Bleibrocken. Ja, Gegner. Ich wusste es doch. Komm zurück. Komm zurück. Boah, es ist aber auch wieder ein riesen Tunnel. Ich sehe deinen Schatten. Ich habe halt keine Lust, wie immer, auf Strömung. Krokodil und Strömung finde ich immer nicht so doll. Mal abgesehen davon, dass man dann ziemlich sicher dem Krokodil davon schwimmen kann. Ja, aber ich fürchte, es möchte nicht zu uns kommen. Okay. Dann hoffe ich einfach mal, dass der Tunnel nicht allzu verwinkelt ist. Wir bei Zeiten wieder aus dem Wasser rauskommen. Okay. Na dann. Ha, es gibt keine Strömung. Und das Krokodil ist irgendwie zu blöd, uns wirklich gefährlich zu werden. Los, 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 los. Ach, es ist schon tot. Okay, dann können wir uns, falls es einen Rückweg gibt, auf dem Rückweg hier gut umgucken. Obwohl, da ich nicht weiß, ob es einen Rückweg gibt. Wir wollen ja wie immer nichts übersehen. Irgendwelche Hebel oder so ein Kram hier unter Wasser. Also irgendwelche Pickups gibt es jedenfalls nicht. Und es ist einfach nur ein schöner, symmetrischer, stufenförmiger Korridor. Scheinbar. Also ich sehe nichts. Okay. Gut. Das ist langsam echt ein bisschen schlimm, dass dieser Zwang, sich alles anzugucken. Das war auch schon mal einfacher. Was ist das schon wieder für ein riesiger Raum?
Da hinten ist ein Affe. Oder ist es eine Fledermaus, die nur besonders groß ist? Oh Gott. Okay. Also, ich lade mal wieder neu. Mal abgesehen davon, dass ich jetzt eh tot bin. Okay, gut zu wissen. Also der Rückweg wird wahrscheinlich über diesen Raum führen und ich habe dann zwei Löwen zu bekämpfen. Gut. Das ist doch mal eine Ansage. Damit können wir was anfangen. Und das alles wieder nur wegen einer verdammten Fledermaus. Ich dachte echt, hier geht's einfach, hier kann man einfach durchlaufen. Ah. Das finde ich ehrlich gesagt angenehm, dass ich jetzt schon auf die schießen kann. Dass ihr schon getriggert werdet. Okay. Gut. Noch irgendjemand? Ohne Fahrschein ins Nirvana. Ein Löwe. Also das sind alles weibliche Löwen, oder? Wahrscheinlich wurden die extra aggressiv hier gezüchtet. Vielleicht haben die auch alle gerade irgendwie Junge oder so, dass sie so aggressiv drauf sind. Oh mein Gott. Ich töte irgendwelche jungen Mütter. Lara, wie kannst du das nur tun? Okay. Hier gibt es nichts. Ja, eigentlich wollte ich die Aufnahme jetzt nicht so lang machen. Eigentlich wollte ich, dass es nur noch zwei Folgen wären, aber so wie das aussieht. Boah, wir haben ihn endlich gefunden. So wie es aussieht, wären es schon wieder mindestens drei. Also ich meine, gut, wir haben jetzt drei Bleiklötze und wir haben zwei Geheimnisse. Wahrscheinlich ist wirklich das Midi-Pack da oben das dritte. Ja, das müssen wir halt, da müssen wir dann jetzt halt gucken. Dort, geht's da irgendwo hin? Nee, das ist einfach nur schräg, aber das sieht aus wie so ein Schacht, so ein offener. Oder? Nee, das ist massiv, das ist zu. Das finde ich angenehm. Okay. Ach, scheiß Perfektionismus. So, da hinten haben wir schon geguckt. Und hier vorne, das ist einfach nur wie im Kolosseum. Einfach nur eine gezackte Felsdecke. Da gibt's nichts. Habe ich jetzt einfach mal entschieden. Ich habe nämlich so langsam keine Lust mehr, hier überall rumzugucken. Und ihr vielleicht auch nicht unbedingt, euch das ständig anzugucken. Also gerade wenn irgendwelche Leute das schon alles kennen, werden sich sowieso die ganze Zeit fragen, oh, wann geht sie denn endlich mal dahin? Wann macht sie denn jetzt endlich mal das? Und irgendwie, ja, es vergeht halt immer nur, da kommen wir, glaube ich, sicher runter, eine Folge mit irgendwelchen Nonsens. Oder ich mache es einfach so. Das müsste eigentlich auch noch gehen. Ja. Vielleicht hätte ich oben speichern sollen. Okay. Keine Lust auf weitere Gorillas, ehrlich gesagt. Lässt du mich speichern? Ja. Dankeschön, Dankeschön. Dann machen wir das so. Ich gehe jetzt links, links lang und dann ging ich rechts lang. Ich wollte sagen, ich gehe rechts lang. Ich habe eigentlich keine Links-Rechts-Schwäche. Auch wenn er mir das vielleicht nicht glaubt. Ja, das ist aber schön, weil da müssen wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen, dann sind wir jetzt hier überall oben schon gewesen und lang gekommen. Und gucken uns vielleicht hier nochmal ein bisschen genauer um. Aber eigentlich gibt es hier auch nichts weiter. Okay, dann müssen wir jetzt unsere drei Bleiklötze, die wir haben, genau, in Goldklötze verwandeln. Und das machen wir wie? Richtig. Mit der Statue des Midas.
Denn scheinbar hat sich das ja irgendwie, also vielleicht ist es ja nicht nur eine Statue, sondern halt irgendwas anderes. Sind jetzt hier wieder neue Gegner? Scheinbar nicht. Ja, scheinbar hat sich nämlich der Effekt mit dem Gold irgendwie. Ist hier eigentlich noch irgendwas dahinter? Ja, da geht's noch weiter. Interessant. Und auf der anderen Seite? Ja, liebste Lara. Danke. Das zu. Da scheint es zu sein. Okay, scheinbar haben wir doch noch einen potenziellen weiteren Gang entdeckt. Gerade im Moment und. Achso, nee. Ist einfach nur Textur. Na gut. Ich wüsste gerne, was es hier mit der Sonnenuhr auf sich hat. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie komisch. Ja. Ich habe mich jetzt wieder erstaunlich gut selbst aus dem Konzept gebracht. Ja, wir verwandeln erstmal das Blei in das Gold und Lara, jetzt. Was war das denn? Machst du dich jetzt komplett selbstständig? Oh mein Gott. Hilfe, meine Computerspielfigur wird lebendig. Da fällt mir, bei der Gelegenheit fällt mir das mit den SCP-Projekten ein, oder SCP besser gesagt. Das. Ah ja, schöne Musik. Das wäre ja wieder so prädestiniert dafür, irgendwie. Irgendeine Datei, irgendein Computerspiel, wo dann quasi die Spielfigur lebendig wird. Okay. Ich weiß ja nicht, gibt es denn doch vielleicht hier nochmal irgendwo was? Also, ich meine, irgendwie muss ja. Die Tür da in dem Garten noch aufgehen. Und ich habe so das dumme Gefühl, wenn wir jetzt hier einfach das in Gold verwandeln, da durch die Tür durchgehen, da ganz hinten, dann ist der Level zu Ende. Vielleicht führt dieser Weg irgendwie zu diesem geheimen Medipack, wie auch immer. Oh, wie ihre Hände glitzern. Hat sie jetzt schon alle drei verwandelt? Natürlich nicht. Gold und Blei, genau. Ja. Ja, jedenfalls, nämlich gibt es schon bei den SCP-Projekten ein Video, wo dann quasi die Leute merken, dass sie nur in dem Video existieren. Das ist auch total, also es ist total abgedreht und man fragt sich eigentlich ständig, wie kommen Leute auf sowas, ja? Aber es ist irgendwie ziemlich cool beschrieben. Also es ist so ein bisschen so halt, also es sind halt irgendwelche, ja, Fantasy, Grusel, irgendwas Dinge, die sie sich da halt überlegt haben, irgendwelche oder irgendwelche Mystery-Fälle, also irgendwie, also irgendwelche Orte, Gegenstände, Wesen, was auch immer, oder irgendwelche Effekte sozusagen, die dort alle verzeichnet sind, die halt irgendwas Paranormales an sich haben. Und es ist halt so aufgebaut, dass, als wären es quasi wirklich Akten über diese Dinge. Oh, dieser schöne zweidimensionale Busch. Aber hier in dem Garten ist doch auch nichts weiter noch. Oben vielleicht noch eine Geheimtür. Au.
Liebste Lara, tust du dir schon wieder weh? Und es ist, also da gibt's ja, ihr werdet ja wahrscheinlich SCP-087 kennen. Diese Geschichte da mit dieser Endlos-Treppe. Das ist halt auch so, so eine Sache. Oh, ein schöner Springbrunnen. Moment mal. Aha. Was haben wir denn da? Und, liebe Gorillas, kommt ihr da jetzt raus? Oh Gott. Wieso habe ich schon wieder solche Angst? Ich speichere mal. Okay.